Hallo liebe Freunde von Gliss Hilton Potente Gesundheitsküche. Heute will machen eine kleine Leckelei. Aber nichts machen geblattene Ente Duplo lädt. Heute will machen Galli. Galli für Sushi. So Freunde, herzlich willkommen wieder bei Gliss Hilton Potente Gesundheitsküche. Ich hoffe, dieser kleine Scherz wird mir nicht allzu übel genommen. Ich bin kein Rassist, sollte ein kleiner Spaß sein. Um was geht es heute? Und zwar geht es darum, ich habe vor kurzem Markus Lanz gesehen und wer war zu Gast? Alfons Schubeck. Alfons Schubeck, muss man dazu sagen, ist mein großes Vorbild. Ich mag den Kerl besonders gerne. Vielleicht liegt es daran, dass ich ihn mal persönlich kennenlernen durfte. Alfons, wenn du zuschaust, ich grüße dich, Christian. Wir haben uns kennengelernt im Augsburg, im Manju. Da warst du mit deinem Herzprofessor essen. Ich war mit meiner Freundin da, du hast mich nach Waging eingeladen. Aber ich habe es bis heute noch nicht geschafft, leider. Auf jeden Fall, wenn man sich mal so den Alfons Schubeck und seine Gerichte anschaut, dann wird man immer wieder feststellen, dass es der einzigste Fernsehkoch ist, der in seiner Küche extremen Wert legt auf Gewürze und Kräuter. Und der weiß zu jedem Gewürz und zu jedem Kräuter, was der irgendwas. Und sein absolutes Lieblingsgewürz, wenn ich das alles so richtig interpretiere, ist der Ingwer. Der in jedes Essen tut der Ingwer rein und komischerweise, ich mache das auch schon seit Jahren, wenn ihr meine Chili-Gerichte zum Beispiel anschaut oder meine Suppen, da ist immer Ingwer drin. Ich habe das nie gewusst, das hat einfach, mir hat es geschmeckt, aber der Alfons, der hat einmal gesagt, dass das ein besonders gutes Gewürz ist und das ist praktisch da. Ne? Ich habe da jetzt mal nachgeforscht und tatsächlich, Ingwer ist ein richtiges Aphrodisiakum. Er wirkt desinfizierend und so weiter und so fort. Wenn man den Ingwer zum Sushi isst, dann heißt dieses Salat oder was es auch immer ist, dieser eingelegte Ingwer nennt sich Gari, G-A-R-I und schmeckt gigantisch. Und der Witz ist, der ist total einfach zuzubereiten. Er ist wirklich super einfach und ist aber auf jeder Party der Hit, wenn du den mitbringst. Noch dazu ist Ingwer günstig und deswegen machen wir heute Gari. Was brauchen wir für Gari? Gari. Wir brauchen Ingwer. Ich habe gekauft ca. 500 Gramm, plus minus, können auch 600 Gramm sein. Beim Schälen fällt ja wieder einiges weg, also ich habe so gern diese Portion, die ich jetzt mache, ein Glas Schattenmorellen leer lege ich ein mit ca. 600 Gramm Ingwer pro, vor dem Schälen, nach dem Schälen halbes Kilo 500 Gramm. Wir brauchen Zucker, da wisst ihr ja schon, dass ich den Vollrohrzucker nehme, deswegen ist der braun, normal könnt ihr auch Haushaltszucker nehmen. Wir brauchen Salz, ganz popliges Salz, das billigste vom Billigen. Und wir brauchen Reisessig. Den Reisessig bekommt ihr entweder im Asialaden oder ich finde ihn auch in gut sortierten Supermärkten, da gibt es ihn auch. Und zwar brauchen wir für unsere Portion ca. 250 Milliliter. Also ca. immer die Hälfte von dem, was ihr an Ingwer verkocht oder macht, braucht ihr den Reisessig. Also kauft jetzt ein Kilo Ingwer, braucht man einen halben Liter Reisessig. Ganz klare Sache. So, ich fange jetzt hier an. Wir wissen, Ingwer ist gesund, Ingwer macht potent. Deswegen ist er hier auch in der potenten Gesundheitsküche. Und wir fangen an, den Ingwer zu schälen. Und wenn er geschält ist, schneiden wir ihn in hauchdünne Scheiben. Je dünner, desto besser. Ich benutze dafür meinen Gemüsehobel. Stelle ich auf die kleinste Stufe, ratter durch, fertig. Und wenn er geschält ist, dann wird er blanchiert. Blanchiert kommt aus dem Französischen und heißt weiß machen. Der Name rührt daher, dass man früher kochendes Wasser hatte und da Fleisch reingelegt hat, dann wird es weiß. Ne? Und deswegen sagt man blanchiert. Bei Gemüsesorten ist es ja oft so, dass wenn du das reinlegst ins heiße Wasser, dass die Farbe erst richtig kommt. Ne? Also wir blanchieren es und jetzt ganz wichtig, die Blanchierdauer ist von extremer Wichtigkeit, denn der Ingwer ist von Haus aus ziemlich scharf. Und wenn ihr den blanchiert, dann verliert er von seiner Schärfe. Jetzt kann natürlich kein Mensch eine Portion Ingwer futtern, die, sagen wir mal, so scharf ist, wie sie ist. Das kriegst du ja nicht runter. Ich habe für mich herausgefunden, ich mag ihn scharf, deftig, aber er soll nicht seine komplette Schärfe verlieren. Deswegen, ich blanchiere in 2 Minuten. Ihr müsst es ein paar Mal probieren, wie er euch dann am besten schmeckt. Ich tippe mal zwischen 2 und 4 Minuten, dann ist er perfekt. Je kürzer ihr ihn blanchiert, desto mehr Schärfe behält er. So, also nochmal, Ingwer schälen, in Scheiben schneiden, blanchieren. Ganz kurz noch zum Ingwer, möchte ich euch 2 Informationen sagen. Ihr wisst ja, hier in der potenten Gesundheitsküche, da kriegt man immer mehr, als man eigentlich will. So, das erste ist,
Es gibt ja Leute, ihr seht es vielleicht, hier wachsen Haare raus aus dem Ingwer. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen, Mensch, den möchte ich selber anbauen. Ganz einfach. Ihr schneidet circa 3 cm von dem Ingwer ab und setzt den in die Erde, in Blumenerde, ganz normale Blumenerde. Lasst aber oben ungefähr 1/2 cm rausstehen aus der Blumenerde. Und ihr werdet sehen, der geht nach unten raus und fängt an zu wachsen. Punkt 2, wenn ihr den Ingwer schneidet, in Scheiben schneidet ihn immer quer zur Faserrichtung. Nie der Länge nach, ne? Denn nur so schmeckt er und bleibt, behält auch seinen Biss. So, das nur dazu. Ich muss jetzt schälen, ich muss jetzt schneiden, ich muss jetzt blanchieren und danach melde ich mich wieder bei euch. Bis gleich. So, hallo Freunde, der Ingwer habe ich gerade ins heiße Wasser, wird jetzt 2 Minuten bei mir blanchiert. So, jetzt packe ich in den leeren Topf, wo der Ingwer gerade drin war, packe ich den Essig rein. Komplett. Dazu den Zucker. Ich nehme auf diese Portion 4 gehäufte Esslöffel. 1, 2, 3, 4. Und dann nehme ich auf diese Portion, also 500 Gramm netto Ingwer, nochmal 3 gut gehäufte Esslöffel Salz. 1, 2, 3. So. Das tue ich jetzt wieder auf die Herdplatte. Aber diesmal nicht kochen, nur erwärmen und mit dem Schneebesen unterrühren, dass der Zucker und das Salz sich auflösen. Während es sich jetzt also erwärmt, Zucker und Salz sich auflösen, unterrühren, packe ich den blanchierten Ingwer schon mal in mein Einwegglas hinein. Kleiner Tipp von mir noch an dieser Stelle, wenn ihr merkt, dass ihr zu viel Ingwer habt für das Glas, ne? Also falls ihr das Glas zu klein ist, tut es nicht reinpressen. Der Ingwer soll zwar reingedrückt werden ins Glas, aber eher locker flockig. Ihr müsst auch noch Platz für den Sud lassen. Also nicht jetzt mit Gewalt da den Ingwer reinquetschen, das bringt nichts. Dann lieber ein zweites Glas nehmen, ne? So Freunde, bei mir hat es jetzt mit dem Essig, mit dem Zucker, mit dem Salz also wirklich genau hingehauen. Das ist allerdings auch ein bisschen Glückssache. Ich habe das Glas also mit dem Ingwer voll gemacht, locker befüllt, also nicht gequetscht. Das Wasser drüber. Jetzt lasse ich das Ganze abkühlen. Es wird bereits verschlossen. Ich lasse es abkühlen und dann kommt es in den Kühlschrank. Und nach 5 Tagen habt ihr original japanisches Gari. Und dazu sage ich euch, da werdet ihr überall, wenn ihr das mitbringt mal als Gast, werdet ihr überall als Meisterkoch angesehen. Und, wie gesagt, bringt Tinte auf den Füller, desinfiziert. Alfons Schubeck fragen, der weiß das, für was der gut ist. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit. Ihr habt gesehen, es ist ganz einfach zu machen. Und ich freue mich, wenn ihr das mal nachkocht. Danke, tschüss.